Freiheit für unsere Tropikaner. Mit dieser Parole auf den Lippen ist unser El-Präsident höchstpersönlich zu seinem Palast gestiefelt, an dem seine Soldaten draußen bei den Kämpfen die feindlichen Invasoren, die Briten, in Klump geschossen hat. Hervorragend gelaufen hier. Schaltet ihr gerade zu? Willkommen bei der Live-Übertragung des Neuanstrichs der westlichen Palastmauer. Immer wieder eine Freude, dass wir es schaffen, ohne eine einzige Radiostation gebaut zu haben, solche Live-Übertragungen zu bekommen. 17.000 Gold haben wir, ein Überfall wurde abgeschlossen, wir machen gleich mal den nächsten Überfall beim Überfallbildschirm. Können übrigens mittlerweile mit der Kommandogarnison ein weiteres Gebäude bauen, mit dem wir auch solche Missionen hier erfolgreich durchführen können, gehen hier aber erstmal weiter und beschließen, dass wir wir machen eine Schatzjagd. Wir lassen uns mal überraschen. Blaupause, Regime, Werkzeug, Gold und Geld oder Überfallpunkte. Wir nehmen mit, was wir bekommen können. So, jetzt sollen wir unser Geld aber noch fleißig investieren. Ich würde am liebsten erstmal Missionen annehmen. Präsident, unsere Militärmaschinerie hat einen Fehler. Wir besitzen nicht genug von den Dingen, die ich haben will. General Rodriguez meldet sich erstmal zu Wort, der Anführer der politischen Fraktion der Militaristen, der jetzt neu im politischen Tagesgeschäft mitmischt. Der Mann hat eine sehr fröhliche Knollennase, stelle ich fest. Wir sollen ein Transportbüro bauen, ja, können wir gerne machen, und 5000 Gold oder plus 5 bei Militaristen, beides schön. Auf eine der beiden Belohnungen freue ich mich, und hey, ein Transportbüro mehr oder weniger, mehr kann nicht schaden. Und die nächste Forderung. Einige sagen, das Vaterland sei unvollkommen, solange unbesiegte Nationen existieren. Verlängern Sie Ihre Unabhängigkeit, Präsidente, indem Sie meinen Forderungen gerecht werden. War das eine versteckte Drohung der Achsenmächte? Nein, das war keine versteckte Drohung, das war eine offene. Erich von Strom fordert uns heraus, wird mir dadurch ein kleines bisschen unsympathisch. Die Alliierten reden doch viel freundlicher mit uns, weil sie bislang uns noch gar nicht blöd angesprochen haben. Wir sollen die Achsenmächte in ein Gebäude Botschaft einladen und das natürlich auch das Gebäude Botschaft erstmal besitzen. Können wir gerne machen, und oh, das ist gut. Es gibt nicht nur 5000 Dollar für die Karte, für die Staatskasse, sondern, ich meine, Stimme überschlägt sich fast für Begeisterung, erstmals Geld für unsere schwarze Kasse. 4000 bietet er uns an, das ist das doppelte Dollarzeichen da vorne. Und, oder alternativ, das ist die Wahl hier, 5 verborgene Rollen von Bürgern können aufgedeckt werden. Machen wir unbedingt. So. Sehr schön. Dann haben wir noch unseren Broker. Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsident. Tja, das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Welche Geschäfte? Hey, worum geht es? Lassen Sie uns über Realpolitik reden, El-Präsidente, und damit meine ich, wie wir Geld verdienen können, bevor das Volk sich erhebt und Sie absetzt. Oder etwa nicht? Seien wir ehrlich, sagt er. Wir sind beide hier, um unsere Schweizer Nummernkonten zu füllen und idealerweise nicht geschnappt zu werden. Nicht, dass die Angebote, die ich unterbreite, in irgendeiner Weise zweifelhaft wären. Sie sind ganz offensichtlich illegal. Ja, schön, Sie zu treffen. Das schauen wir uns dann allerdings erst später an hier. Denn wir haben ja noch kein Geld auf das Schweizer Nummernkonto eingezahlt. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ja, hier können wir später ein paar coole Sachen machen. Das lassen wir aber erstmal alles weg. Und werden stattdessen mit den 15.000, die wir haben... Läuft hier der neueste Auftrag schon? Hatte ich den eingestellt? Ja, ne? Schatzsuche, alles gut. Alles klar, läuft. Dann schauen wir mal nach, wie viel hier mittlerweile angespart wird. Gold hier, okay. Wir checken, bevor wir irgendwas weiteres machen, auch nochmal die Handelsrouten. Die laufen auch alle, alles okay. Also, wir sollten eine Botschaft bauen. Ich würde auch gerne eine Einwanderungsbehörde bauen. Und wir errichten im Augenblick schon eine Ärzte-Arzt-Klinik. Da steht sie mit einem staatlich geprüften Doktor, damit unsere Leute überhaupt in der Lage sind, endlich mal Gesundheitsvorsorge zu genießen. Das wäre die Alternative, ein Quacksalber. Verringert die Servicequalität um 35. Kommt mir nicht in die Tüte. Wir sind hier doch nicht bei den Homöopathen. Nein, danke. Das geht ganz und gar nicht. Oh, Betäubung erhöht die Servicequalität um 5. Da bekommt man, wenn man sich einen Zahn ziehen lässt, eine Betäubung. Das gefällt mir sofort. Geben wir gerne aus.
jetzt wieder zurück und wir wollen... Was wollen wir machen? Wir wollen eine... Wir checken, wie viel Personal wir hier haben. Stellen fest, das ist noch nicht so gut. Ich will als erstes eine Einwanderungsbehörde bauen, denn es kommt ja ganz gut Geld rein, aber wir haben zu wenig Arbeitskräfte, finde ich. Eine Einwanderungsgebäude wiederum. Einwanderungsbehörde müssen wir erstmal freischalten. Wir haben keine Blaupause dafür. Kostet was. Dann wollen wir die gleich mal errichten. Oh, ist die groß. Egal, wo sie steht. Vollkommen Schnuppe. Können also auch weit ab vom Schuss stehen. Natürlich schon da, dass die Leute auch ständig dort arbeiten. Also, dass die Bewohner nicht so weit laufen müssen. Kann ruhig am Hafen stehen. Finde ich eigentlich passend hier. Direkt am Hafen. Ja, passt. Hier werden die Leute sofort begrüßt. Das sieht doch so hübsch aus, finde ich. Hier, an der Hauptverkehrsstraße, Haupteingangsstraße. Ja, jetzt haben wir nicht mehr allzu viel und dann könnten wir noch bauen eine Botschaft, ein Zollamt, ein Ministerium, alles neue Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Wir könnten allerdings auch die Servicequalität verbessern und dadurch auch unsere Einnahmen, dass wir Restaurants errichten, alles auch möglich. Nochmal kurz das Transportbüro, bringt uns aber auch ordentlich was. Wo fehlt uns noch Transporte? Hier haben wir eine Zeitung. Das sind die Transportbüros. Nee, das sind die Baubüros. Das sind die Transportbüros. Da haben wir zwei direkt nebeneinander. Und eines haben wir noch auf der anderen Insel. Nämlich hier. Also, die sind eigentlich schon ganz gut verteilt, finde ich. Wir könnten eins höchstens da hinten noch hinstellen. Ich weiß nicht. Oder hier links, falls wir hier noch viele... Wahrscheinlich werden wir hier einen Ring von Industriegebäuden hinsetzen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier unten könnten wir auch noch eins, weil ja ist ja viel Produktion auch. Das wäre alles denkbar. Hier ein Ölvorkommen eventuell hingesetzt. Ja, können wir alles machen. Infrastruktur? Nein. Hier. Transportbüro. Passt hier eins hin? Nein. Hier unten könnten wir eins hinschicken. In der Nähe des Hafens ist eigentlich nie falsch, finde ich. Passt auch genau dorthin. Passt hier. Hier passt auch perfekt hin. Das ist sogar noch besser. Denn da will dann wirklich niemand wohnen. Sicheres Laden. Alles gut. Das lassen wir unsere Leute erstmal bauen. Ein Protest? Wie bitte? Das Volk ist wütend, natürlich nicht auf Sie, sondern auf das, was aus Ihnen geworden ist. Unfassbar. Wir können mit Ihnen verhandeln, wir können Ihnen Geld bezahlen, 3 Demonstranten. Militär entsenden? Ja, natürlich. Wir schicken Militär hin. Wofür haben wir die Leute denn? Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen, dann kriegen wir auch welche. Das sind alles Leute, die in der Piratenbucht arbeiten und die in Baracken leben? Was haben die denn gegen uns? Die werden abgeholt vom Militär, schaut mal. Nein, das ist ein LKW, der Kaffee schnell, hier wegbringt. Präsidente, wir jetzt müssen schon eine Seite wählen, bevor dieser schreckliche Krieg vorbei ist. Das ist aber ein bisschen sehr früh. Nicht mehr lange dauern. Wie bitte, wir sollen jetzt schon die Wahl treffen zwischen den Alliierten und den Achsenmächten? Wir sind doch, haben doch gerade erst mit dem Zeitalter zwischen den Weltkriegen oder der Weltkriege begonnen. Zum Kalten Krieg sollen wir fortschreiten. Die eine Seite entwickelt ständig neue Vernichtungswaffen und hat keinerlei Skrupel, Zivilisten zu bombardieren und die andere ist einfach nur böse. Ich weiß auch, welche Seiten da gemeint sind. Wer auch immer von euch ausgewählt wird, El Presidente dürfte wahrscheinlich gewinnen, denn Tropico ist zwar klein, aber eine wahre Weltmacht. Ja, träum weiter, Penultimo. Wir müssen ein Bündnis erreichen mit einem der beiden Seiten, indem wir in der Botschaft präsent sind, herzliche Beziehungen zu ihnen pflegen und nach einer Bündnisforderung fragen oder eine solche erhalten.
Ihr habt alles noch Zeit. Präsidente, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln und unsere Erwartungen halbieren. Also, ich denke mal, dass unser Ruf bei den Militaristen eigentlich gut genug ist. Wir wollen lieber das Geld mitnehmen. Wir schauen uns mal an, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Militaristen, höchster Ruf überhaupt. Ach, ja, komm. Da müssen wir uns echt keine Sorgen machen. Die Religiösen? Was fehlt denen denn? Bergwerke senken die Religiosität? Wir könnten ihnen eine Kirche bauen, das sollte ihnen gefallen. So, wir haben mehr Geld bekommen. Gesundheitszufriedenheit ist immer noch nicht okay, kommt aber sicher bald. Achsenmächte ins Gebäude Botschaft einladen. Hier entsteht eine Einwanderungsbehörde, da... ist das Transportbüro entstanden. Jetzt bauen wir als nächstes, das Geld haben wir ja, noch eine Botschaft. Nein, wisst ihr was? Doch, wir bauen die Botschaft. Die Botschaft brauchen wir auf jeden Fall, das ist glasklar. Wo steht das denn? Überfälle Militär, Regierung und Finanzen, Infrastruktur? Hier. Oh, ist das ein großes Teil. Das bleibt auch irgendwo am Hafen. Das nimmt uns ja nur Platz weg. So, wie geht's den Handelsrouten? Alles soweit okay. Beute, Überfälle. Eine läuft. Schatzjagd. Okay. Hier sind die Truppen wieder unterwegs, gute Leute. Allen runter und kümmern sich um diese Demonstration, wird die Freiheit wohl ein wenig senken, aber meine Güte. Achsenmächte sollen wir einladen. Supermachtbündnis ist die laufende Aufgabe. Alles klar. Wie sieht's aus mit... ja, obdachlos, leerstehende Wohnung. Das ist weiterhin ein Problem. Bergwerke, Unis. Überall. Holzfällerlager, Plantagen. Also wir sollten schon, finde ich, so langsam... bei den Wohngebäuden mal die besseren freischalten, wie das Apartmenthaus hier. Gut situiert oder wohlhabend, da passen die Armen natürlich nicht rein. Das Haus auch gut situiert, die Baracken mindestens arm. Aber die Leute aus den Baracken werden vielleicht umziehen ins Apartmenthaus. Wir bauen mal ein gutes Apartmenthaus. An einen Platz, der richtig gut ist. Hier. Ist wenig Industrie. Kommt das Militär, um sich um diese Mini-Demo zu kümmern. Der Palast hat offiziell bekannt gegeben, dass wir den Krieg definitiv gewinnen. Ja, genau. Bleibt dran, um zu erfahren, auf wessen Seite wir aktuell stehen. Ich muss diesen Radiosender endlich bauen. Da kommt das Militär. Was machen die mit denen? Die schießen auf die.
Und davon laufen die weg. Das sind nur Luftgewehre. Aber die haben die Demo erfolgreich zerstreut. Da ist nichts mit Plastikkugeln, Gummischossgeschosse und sowas. Wasserwerfer können wir uns auch nicht leisten oder Pfeffersprays. Oh weia, das überlege ich mir aber nochmal. Unser El-Präsident ist wirklich ein kleiner rabiater Schurke, kann man nicht anders sagen. Wie lange dauert das denn hier noch? Hohe Priorität, los! Wisst ihr was, wenn wir sowieso hier fleißig bauen, wir haben doch hier so viele Baugebäude, wo stehen sie hier? Frachter, so ein Quatsch. Ist auch kein Frachter. Hier ist ein Frachter! Schaut euch das mal an! Beta-Version. Der steht hier. Unfassbar. Ich bin völlig begeistert. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Das ist ja irre. Wahnsinn. Will der eventuell hier auf dem Friedhof jemand besuchen? Könnte das sein? Ein Traum. Ein Traum von Verkehrssystemen, was hier so alles möglich ist. Unfassbar. Und noch ein Screenshot. Die ersten Autos waren auch quer durch. Wahnsinn, sowas begeistert mich ja. Ja, man sollte eigentlich... Ich weiß, das ist ein bisschen gemein. Frachter holt ein bisschen Geld ab. Wie lange dauert das noch? Ist endlich fertig. Offene Türen ist der Modus. Bringt, erlaubt die Emigrationsrate... Erlaubt jede Art der Immigration oder erhöht die Immigrationsrate bei Basiseffizienz um 50%. Fähige Arbeiter, dann würden wir vor allem gut Qualifizierte bekommen. Ja, Tropico zuerst senkt die Einwanderungsrate. Nein, 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 wir wollen ja mehr Leute dran haben. Das ist alles okay. Erhöht die Einwanderungsrate, dafür ist das da, ganz genau. Alles gut. Forschung. Audienzen, damit die Forderung mit den, die Fraktionen mit den niedrigsten Rufwerten Forderungen stellen. Und unsere, das machen wir. Jetzt haben wir nur noch 2,9. Wo ist das ganze Geld denn hin? Steht schon unser schickes neues Apartmenthaus. Nein, das bringt doch auch Geld. Wollten wir nicht eigentlich in den Baubüros, jetzt hat mich der Frachter ist weggefahren, schaut mal. Ist nicht mehr da. Der hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Im Baubüro weitere Stellen einstellen. 1, 2. Ja. Und das machen wir auch hier hinten. Jetzt sind wir im Minus. Ich bin der Broker. Ich weiß. Vermutlich hat sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Kostet uns nichts, Platz freischalten. Kriegen wir gratis? Dann machen wir das doch. Angebot gültig bis Ende von 83 Tagen. Ich wäre bescheuert, wenn ich hier... Das kostet mich nichts und ich schalte diese Plätze frei. Hm. Das sind Sachen, die wir noch nicht machen können, weil wir noch kein Geld haben. Auf dem Schweizer Bankkonto. Und hier müssen auch Anforderungen noch reinkommen. Okay. So. Puh. Ist die Botschaft langsam fertig? Nein, hier entsteht sie. Einwanderungsbehörde steht. Ja, die Botschaft. Wir können Alliierte einladen. Und das war da, die Achsenmächte sollten wir einladen, um dann eine der Belohnungen hier zu bekommen. Und wir schauen uns mal an, wie vorher die politischen Verhältnisse sind bei den Fraktionen. Alliierte 57, Achsenmächte 46. Eieiei. Wie laden wir die ein? Hier, Achsenmächte. Jetzt sind sie da, so schnell geht das. Wir können sie loben. Oh, die Beziehung ist jetzt schon auf 51 rauf, ohne dass wir irgendwas gemacht hätten. Wir können sie um Geld bitten, dafür brauchen wir allerdings mindestens 60. Eine Delegation senden, Bündnisse aufheben, verbannen, also die von der Insel verbannen, das machen wir nicht. Die werden wir loben. Wir loben mal die Achsenmächte. 61, klasse. Mal gucken. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden.
Lassen Sie uns Ihre Zustimmung Tür Nummer 1 öffnen nennen. Irgendwie schade, dass wir nicht gesehen haben, was hinter Tür Nummer 2 ist. Ich habe noch nie hinter diese Tür geschaut. Vielleicht leben dort ein paar Kätzchen. Was hat der denn geraucht? Um Gottes Willen. Achsenmächte eingeladen, Gebäude besitzen wir und ich hätte gerne die ersten 4.000 aufs Schweizer Nummernkonto. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die anderen Alliierte immer noch bei 57. Alles gut, da kann man nichts falsch machen. Und meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Und ich hoffe, dass ich auch an Ihre Wohltätigkeit glauben kann, Präsidente. Ja, Schwester Francesca meldet sich mit einem Wunsch, nicht zu verwechseln übrigens mit Schwester Eva. Die sitzt bei uns im Gefängnis, das ist was ganz anderes. Meine Gemeinde wurde gesegnet, meint sie. Ach, wem mache ich etwas vor? Der Himmel war nie ein greifbarer Ansporn für sie. Nun, es gibt da etwas, das ich brauche. Falls Ihre ewige Belohnung nicht genug Motivation sein sollte, El Presidente, dann denken Sie einfach an die greifbare Belohnung in Form der Beschwichtigung der religiösen Wähler. Ja, das klingt gut. Wir müssen ein Gebäude Zollamt besitzen, das wollte ich eh bauen, und können dadurch unseren Ruf aufpolieren, der wäre auch wichtig. Machen wir unbedingt. Okay, ein Zollamt bauen. Geld haben wir dafür nicht. Wie viel ist hier mittlerweile drin? Ja, genug. Politik. Alles bestens. Achsenmächte. Die hatten wir doch einmal gelobt, reicht, finde ich. Man kann es auch übertreiben. Können die nochmal loben? Nein. Wäre auch völlig bizarr jetzt. Das müssen wir noch machen. So, wir müssen ein Zollamt bauen. Komisch, dass es hier bleibt. Broker meldet sich. Meine Güte, wie die Ereignisse sich überschlagen. Es ist schön, Güter herzustellen, nicht wahr? Deswegen werden sie auch Güter genannt. Weil es gut ist, Güter zu verkaufen. Ja, Ananas herstellen, um 2000... auf Schweizer Konto zu bekommen, aber dann müssten wir extra dafür eine andere Plantage bauen. Das habe ich im Moment gar nicht vor. Ich warte auf ein anderes Angebot. Und dann bauen wir jetzt aber das Zollamt. Hallo, Zollamt. Da ist es. Erhöht die Exportpreise. Das finde ich sehr cool. Oh, ist das teuer. Können wir es uns dann überhaupt noch leisten? Nein, nicht genug Geld. Kein Kommentar. Unfassbar! Zeit läuft weiter. Der Broker meldet sich schon wieder. Das weiß ich doch. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Das ist interessant, weil wir jetzt ja erstmals ordentlich Geld haben, können wir mit den Schweizer Nummern diese Dinge hier machen, ein neues Handelsroutenangebot erstellen. Heißt das, eine neue Handelsroute freischalten? Hier können wir die Arbeitsmarktpolitik, die wir sonst erforschen müssten, freischalten. Das ist alles schon ziemlich gut hier. Ruf bei den Religiösen verbessern wird sich wahrscheinlich am meisten lohnen. Aber das machen wir lieber vor den Wahlen. Ein neues Handelsroutenangebot, 500. Wie teuer wäre das denn, wenn wir es so kaufen? 10.000, ja. Das ist eine klare Geschichte dann. Dann mache ich das gerne. Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsidente. Tja, das ist nichts für mich. Ich bin ein... Nein. Wir haben keinen neuen Slot hier bekommen. Wir haben einfach nur... Die Angebote sind hier ausgetauscht worden. Das war schon alles. Ja, das habe ich aber dann wirklich verschwendet. Schade. Das heißt, hier wurde einfach nur alles aktualisiert. Neue Angebote... das ist schade. Da haben wir echt Geld verschwendet gerade. Nochmal... Denkt daran! Klappermäuler können Schiffe versenken. Also verschließt eure Mäuler mit Hilfe eines in Tropico hergestellten Maulschlüssels. Schaut mal, 59.676 hat der Frachter gerade eingebracht. So, und jetzt können wir Gold verkaufen. Hat es sich vielleicht auch gelohnt? Nein, eben stand noch Gold verkaufen, jetzt nicht mehr. Kohle und Eisen können wir verticken.
Eisen wäre sinnvoll. Zu den Achsenmächten, da haben wir aber schon gut. Ich würde lieber zu den Alliierten verbessern. Stahl kann man noch nicht produzieren. Leder gegenüber den Achsenmächten verkaufen. Das hier ist Leder. Das läuft schon hier. Das war einmalig, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Fleisch können wir natürlich verkaufen an die Alliierten. Das machen wir. Die sind identisch. Die Handelsroute ist schon aktiv. Ja, Fleisch, Kohle, Leder. Baumstämme, davon haben wir doch reichlich. Denn wir haben doch hier eine... das Holzfällerlager. Und keine Sägerei daneben und unfassbar viele Hütten. Das ist den Leuten zu weit weg. Deshalb wollen die da unten nicht. Wir setzen denen da oben mal eine Baracke hin. Die haben keine Lust, immer runter zu rennen. Das wird der Grund sein. Aber hier ist natürlich ganz miese Verhältnisse. Dann stellen wir denen das dahin, wo die gerade leben. Das ist nicht schön, aber besser noch als... oder auf dem Weg doch drunter, das macht keinen Sinn hier. Ah, das ist, produziert sicher jede Menge Umweltverschmutzung hier, ne? Wir gucken mal im Layer, Umweltverschmutzung, das geht eigentlich. Hier können wir noch eins hinsetzen. Sogar sehr viele. Da kann man, glaube ich, sogar zwei Baracken eventuell hinsetzen, oder? Wie viele Leute, wie viele Haushalte leben in den Baracken? Ja, warten wir ab, wie gut die gefüllt wird. Wie sieht es mit dem Zollamt aus? Wir das schon platziert, ne, ne? Freigeschaltet, ja, aber nicht platziert. Es kommt, weil ständig irgendwelche Leute hier reinquatschen oder irgendwas von uns wollen. Hier können wir es hinstellen. Okay. Das sieht eigentlich ganz brauchbar aus hier. Ministerium müssen wir auch noch bauen und viele andere Dinge, die wir noch errichten wollen. Puh. Ja, Geld kommt genug rein. Wir können jetzt, wir haben viele Basisgebäude gebaut. Botschaft steht auch schon. Ein Ministerium müssen wir noch bauen. Wir wollen Restaurants bauen. Apartmenthäuser haben wir eines errichtet. Die Kommandogarnison können wir noch errichten für Überfälle. Und ein Stahlwerk würde ich gerne bauen. Vielleicht noch eine Konservenfabrik. So vieles. Das machen wir aber alles ab der nächsten Folge. Bis bald. El Presidente grüßt euch.